Hallo zu einem neuen Video im Zyklus zu Umkehrfunktionen. Mein Name ist David und heute werden wir uns mit reellwertigen Funktionen beschäftigen und uns ansehen, was reelle Funktionen zu Funktionen macht und wann man eine Umkehrfunktion bilden kann. Falls du die ersten beiden Videos noch nicht gesehen hast, da würde ich vorschlagen, du schaust da noch kurz rein, dann tust du dir bestimmt leichter, hier alles mitzuverfolgen. Die Materialien zu diesem Videozyklus findest du hier rechts unten unter dem Link auf der Mathematik macht Freunde Website. In einem ersten Beispiel werfen wir den Blick auf diese Kurve im R hoch 2, die gemäß der Behauptung am Bildschirm nicht der Graph einer Funktion sein soll. Man könnte natürlich auf den ersten Blick meinen, dass es eine Funktion ist, weil man solche Kurven und Graphen natürlich aus dem Schulunterricht bereits gewohnt ist, aber das ist tatsächlich keine Funktion, weil eine Funktion ist ja immer eine eindeutige Zuordnung von einer Menge in eine andere Menge. Wenn wir hier hinsehen, dann ist hier eine Funktion f vom Intervall 1 bis 10 in das Intervall minus 3 bis 3 angegeben. Wir wissen, bei Funktionen von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen ist die Definitionsmenge immer ein Teil von der horizontalen Achse, die hier mit x bezeichnet ist, und die Wertemenge wird in der Regel angegeben als eine Teilmenge von dieser vertikalen Achse, die hier y heißt. Die Mengen, die hier oben als Intervalle stehen, sind hier auch schon farbig markiert. In der Großaufnahme sieht das so aus. Diese Kurve ist jetzt tatsächlich keine Funktion aus dem folgenden Grund, weil nämlich die Eindeutigkeit verletzt wird. Wählen wir hier irgendeinen Wert in der grünen Menge aus, zum Beispiel die 5, die an dieser Stelle hier sitzt, dann hätten wir möglicherweise zwei Funktionswerte. Das ist nicht zulässig. Wir sehen hier, es gibt zwei Punkte auf der Kurve mit der x-Koordinate 5 und dementsprechend wären minus 2 und plus 2 mögliche Funktionswerte und wir wissen, das ist nicht zulässig, weil jedes Element in der Definitionsmenge einer Funktion genau einem Wert in der Wertemenge zugeordnet wird. Man nennt das auch den Vertical Line Test, weil wenn ich hier eine vertikale Linie durchziehe, die Definitionsmenge schneidet, in dem Fall dieses grüne Intervall auf der x-Achse, und zusätzlich die Kurve an mehr als einer Stelle. Hier wäre das dieser Punkt da oben und dieser Punkt. Wenn das hier zutrifft und ich mehr als einen Punkt schneide, dann haben wir es nicht mit einer Funktion zu tun, sondern mit einer handelsüblichen Kurve. Du siehst also ein ganz einfacher Test, wie man entscheiden kann, ob wir es mit einer Funktion zu tun haben oder nicht. Zumindest bei Funktionen von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Im vorhergehenden Beispiel haben wir gesehen, wie man überprüfen kann, ob bei einer Kurve die Eindeutigkeit verletzt wird, die wir von einer Funktion verlangen. Es gibt auch noch einen Horizontal Line Test, der auch wichtig ist, weil wir hier nachsehen können, ob Funktionswerte mehrfach getroffen werden, was für Funktionen zwar kein Problem ist, aber wir erinnern uns, dann können wir sie nicht so ohne weiteres rückgängig machen. In dieser Aufgabe gibt es immer drei Punkte. Wir sollen erstens überlegen, was die größtmögliche Definitionsmenge einer Funktion wäre, die durch die jeweiligen Kurven hier gegeben sind. Zweitens sollen wir überprüfen, was die kleinstmögliche Wertemenge dieser Funktion ist und drittens, ob wir eine Umkehrfunktion finden können. Sehen wir zunächst die linke Seite an. Hier haben wir eine Kurve gegeben, wo wir sehen, die x-Koordinaten von diesen Kurvenpunkten liegen im Intervall von 2 bis 8. Das heißt, eine mögliche Definitionsmenge von dieser Funktion, ich nenne es jetzt wieder f1, damit wir hier nicht in Verwirrung geraten, df1 wäre dementsprechend das Intervall von 2 bis 8 inklusive der Randpunkte. Die kleinstmögliche Wertemenge können wir auch ablesen, weil wir sehen, alle Punkte auf dieser Kurve haben y-Werte zwischen 1 und 5 und das wäre dementsprechend die kleinstmögliche Wertemenge von der Funktion f1. Also das Intervall von 1 bis 5. Nun wollen wir mit dem sogenannten Vertical Line Test noch überprüfen, ob es eine Umkehrfunktion gibt. Dazu legen wir innerhalb der Wertemenge, das heißt in dem Intervall von 1 bis 5 auf der y-Achse, eine vertikale Linie durch die Funktion. Und zwar nicht irgendwo, sondern eigentlich überall. Das machen wir natürlich nur gedanklich. Hier zeichne ich es für eine Stelle, nämlich ca. 2,7 oder so, zeichne ich das ein. Und wir sehen, die Kurve wird nur an einer Stelle geschnitten. Wir erinnern uns noch ganz kurz, gemäß dem letzten Video, was bei einer Funktion nicht sein darf, wenn wir eine Umkehrfunktion bilden wollen. Einerseits, Elemente in der Wertemenge müssen allesamt getroffen werden und das ist hier kein Problem, weil wir haben ja hier die Wertemenge kleinstmöglich gewählt. Ich markiere das noch einmal hier in grün.
Wir haben die Menge so gewählt, dass sie kleinstmöglich ist und dann haben wir kein Problem. Im letzten Video haben wir auch gesehen, dass eben Funktionswerte nicht doppelt besetzt sein dürfen, wenn wir eine Umkehrfunktion bilden wollen. Und das haben wir gerade mit dem Horizontal Line Test gezeigt. Im Beispiel B auf der rechten Seite wollen wir das gleiche Programm durchführen. Zunächst der Definitionsbereich. Das ist natürlich ganz einfach. Wir sehen hier, die Punkte auf der Kurve haben x-Werte zwischen 1 und 7. Das heißt, d, also der Definitionsbereich von dieser Funktion f2, wäre dementsprechend das Intervall von 1 bis 7. Bei der Wertemenge, da können wir auch schauen, da werden y-Werte von 2 bis 5 angenommen. Natürlich jetzt nicht zwingend in dieser Reihenfolge, aber alle Punkte auf dieser Kurve haben irgendwo Werte zwischen 2 und 5 und auch alle diese Werte. Das heißt, der Wertebereich, der kleinstmögliche von f2, wäre dementsprechend das Intervall von 2 bis 5. Und nun zum letzten Punkt, dem Horizontal Line Test, wo wir schauen, ob wir eine Umkehrfunktion finden können. Das heißt, wir gehen wieder alle y-Werte oder alle möglichen Funktionswerte in diesem grün markierten Bereich hier durch und legen gedanklich rote Linien hier durch. Und da sehen wir uns vielleicht einmal diese rote Linie her an. Da hätten wir kein Problem, weil da wird die Kurve tatsächlich nur an einer Stelle geschnitten. Aber wenn wir weiter nach oben gehen, dann sehen wir, da haben wir zwei Schnittpunkte mit der Kurve. Und was heißt das? Das heißt, zwei Werte da unten, ich markiere jetzt mit x1 und x2, hätten denselben Funktionswert. Ich schreibe das auch nochmal hin. f2 von x2 hätte den gleichen Wert wie f2 von x1. Wir fassen nochmal zusammen. Im rechten Beispiel habe ich für zwei unterschiedliche Werte im Definitionsbereich x1, x2 den gleichen Funktionswert. Das heißt, ich kann jetzt nicht so einfach wieder den Weg zurückfinden. Wenn ich also hergehen würde und fragen würde, welche Zahl im Definitionsbereich liefert mir den Funktionswert 3,7, dann kann ich das nicht so einfach eindeutig beantworten. Also f von x gleich 3,7 hätte zwei Antworten. Und deshalb gibt es keine Umkehrfunktion für f2. Ich hoffe, das hat ein bisschen einen Einblick gegeben, wie man bei reellen Funktionen schnell entscheiden kann, ob man Umkehrfunktionen zustande bringt oder nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es unmöglich ist, hier eine Umkehrfunktion zu finden. Allerdings müssen wir auf einen Teil der Definitionsmenge verzichten, was natürlich nicht so toll ist. Wenn wir hier sehen, wenn ich jetzt nur das Intervall von 4 bis 7 wählen würde, dann hätte ich ja auch dementsprechend nur diesen Teil der Kurve, bei dem jeder Wert genau einmal erreicht wird. Das heißt, wenn ich den Definitionsbereich kürze, dann gibt es eine Umkehrfunktion von dieser Funktion. In diesem Video haben wir gesehen, wie wir entscheiden können, ob eine Umkehrfunktion einer reellen Funktion existiert. Und im kommenden Video sehen wir uns an, wie man sie tatsächlich bestimmt und konstruiert. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei, also bis bald.